Also das ist ja wirklich einfach purer Rassismus jetzt. Also nein, zu sagen, dass es menschliche Rassen gibt, das ist purer Rassismus. Okay, das ist per Definition Alexander. Rassismus. Ich wusste, dass du von dir kommst, weil du von der FDP kommst, aber aus welchem Land komme ich, Alexander? Ich weiß es nicht. Wieder zurück in Hamburg. Es gab nämlich nach Josef noch weitere Herausforderer. Der nächste ist Alex und Alex ist bei den Jungliberalen, der Jugendorganisation der FDP. Da bin ich doch mal gespannt auf die argumentative Substanz. Ihr könnt es auch sein und ringfrei. Ich bin Alexander, hallo. Ich bin der Feroz, freut mich. Feroz. Okay, also es geht ja darum, warum du AfD wählst, ne? Genau. Es geht darum, warum du AfD wählst. Genau. Und bevor wir darüber debattieren können, wollte ich erstmal fragen, wieso das denn ist, was denn so deine Beweggründe sind, jetzt AfD zu wählen? Also meine wesentlichen Themen, die mich interessieren und für mich so eine Art Dealbreaker sind, ja, ist die Massenmigration, die wir erleben seit 2015. Ja, ja. Das Rundfunksystem ist ein wichtiges Thema. Unabhängig davon noch des Weiteren auch was wir im Corona-Regime erlebt haben, als der angedrohte Impfzwang. Ne? Insgesamt sehe ich halt eine sehr antidemokratische Entwicklung in unserer Regierung, in unserem System. Ja, also das sind ja mehrere Punkte. Ja. Also ich zu Corona würde ich sagen, ich persönlich als Liberaler bin bei dir bei der Impfpolitik. Ich sehe es als absolut wichtig an, also die Herdenimmunität zu erreichen. Anders wäre auch unser Wirtschaftssystem sicherlich zu deutlich größeren Schäden gekommen. Allerdings gab es natürlich Fehler, zum Beispiel in der Schulpolitik. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass wir sehr gut dadurch gekommen sind. Wenn man sich die skandinavischen Länder anguckt, da gab es, oder auch Spanien, Italien, da gab es ganz andere Sachen. Regenschirme haben, Entschuldigung. Bitte? Alles gut, danke. Okay. Alles gut, erzähl ruhig weiter. Und im Vergleich meinst du, sind wir besser durchgekommen? Ich glaube, dass uns das viel gebracht hat. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in Deutschland mit unserer liberalen Demokratie ein sehr hohes Gut haben, das auch aus historischen Gründen sehr, sehr wertgeschätzt wird und auch gut geschützt wird. Dementsprechend würde ich nicht so weit gehen, dass jetzt die Corona-Pandemie, gerade weil wir auch gesehen haben, dass dieser Ausnahmezustand ein Ende hat. Also jetzt, wir haben keine Maskenpflicht mehr, es gibt keine Ausgangsbeschränkungen mehr, sodass diese Beschränkungen, die wir da hatten, auch ein Ende hatten. Ja, klar. Und das ist extrem wichtig. Das zeigt für mich auch, dass das keine Entgleisung eines demokratischen Rechtsstaats war, sondern einfach nur eine richtige Krisenreaktion. Aber zeitweise hat man halt Grundrechte ausgehebelt, ne? Natürlich. Aber man sagt, kein Recht ist absolut. Zum Beispiel das Recht, dass deine Privatsphäre, dein Haus unverletzbar ist, ist in dem Moment nicht mehr absolut, indem du Polizisten oder zum Beispiel Rettungssanitäter an dein Haus möchtest. Und da hört das auf. Aber ich glaube, der viel wichtigere Punkt ist ja für dich die Massenmigration, oder? Zum Beispiel. Aber auch, ja, in dem Kontext ging es auch um das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ne? Genau, ja, Impfzwang. Natürlich. Aber einen Impfzwang gab es ja nicht, faktisch gesehen. Für Pfleger? Für Pfleger gab es Impfzwang, aber es gab auch die Möglichkeit, den Beruf niederzulegen. Faktisch gesehen gab es keinen Impfzwang. Darauf können wir uns einigen, oder? Du kannst auch sagen, also nach der Logik ist ja kein Recht ohne Konsequenzen dann wahrzunehmen. Ja, natürlich. Ein Recht trägt immer Verantwortung mit sich. Ja. Und gerade beim Punkt Impfen kannst du mich darauf nur schwer festnageln. Wie gesagt, bin ich bei der FDP. Das heißt, dass ich ganz grundlegend auch gegen Impfzwang bin. Allerdings würde ich sagen, dass jedes Recht, also das Recht darauf, sich freiwillig impfen zu lassen, auch mit einer Verantwortung kommt. Und die Verantwortung tragen Pfleger eben besonders gegenüber den Leuten, die sie pflegen. Und das Gleiche gilt für Arzt und Krankenhauspersonal. Du sagst, du bist FDP und auf Liberale hast du angesprochen, bist du offiziell? Genau, die FDP ist die liberale Partei in Deutschland. Genau. Also mir sind Bürgerrechte sehr wichtig und ganz grundlegend ein kleiner Staat. Aber das hört eben, wir leben in einem neoliberalen System, das hört eben da auf, wo die Freiheiten beginnen, andere Menschen zu schaden. Mhm. Und dort muss dann der Staat einschreiten, meine Gut, Meinung. Darüber muss man ja streiten, was ist denn Schaden und sowas. Ich sprich von einem demokratischen, freiheitlichen System, das wir haben. Ja. Derzeit wird über ein AfD-Parteiverbot sinniert. Und findest du gut? Also ich bin grundsätzlich gegen ein AfD-Verbot, ganz einfach, weil mit dem AfD-Verbot die gesellschaftlichen Ströme nicht verschwinden würden. Mhm. Grundsätzlich, also aus strategischen Gründen. Ja, ganz klar. Also, natürlich. Also aber du für hast mich kein Problem damit, dass man fast 20% oder 25% der Wähler ihre Stimme nimmt? Nein, also die NSDAP hatte in der Weimarer Republik bei den letzten Wahlen, ich glaube, um die 56%. Mhm. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es einfach auch
dass Menschen auch falsche Entscheidungen treffen können. Und ich bin mir auf jeden Fall sicher, also ich grundlegend bin ich gegen Parteiverbote, das ist klar. Aber es gibt einen Punkt, an dem eine Partei von einem demokratischen Grundsatz, mhm. auf dem sie dann agiert, von dem sie vom Staat finanziert wird und mit dem sie dann gewählt wird, entgleist und einfach nur noch antidemokratisch handelt. Und das sehen wir zum Beispiel in der AfD Thüringen. Zum Beispiel? Also wir sehen, wir haben es in der Potsdamer Konferenz gemerkt, man merkt, dass sich die AfD zunehmend radikalisiert hat. Also sie wurde von Jörg Meuthen als europakritische Partei gegründet und hat sich seitdem immer verstärkt. Das heißt, die gerechtfertigt konservativen Kräfte wurden herausgedrängt und für immer radikalere neue Führungskräfte ersetzt. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und wenn das weitergeht, dann sind wir irgendwann wieder da, wo wir in 33 waren. Eine steile These, finde ich. Du hast auf die Potsdamer Konferenz angesprochen, ja. was ja keine offizielle AfD-Veranstaltung war. Ne? Ja, aber es ist ja noch viel demaskierender, wenn das keine offizielle Parteiveranstaltung war, sondern eben von den Leuten hinter den Kulissen abgeführt wird, dort, wo eben nicht mehr dieser Schein der Demokratie gewahrt werden muss, sondern ganz einfach klar geredet wird und dann die eigentliche Ideologie, die diese Partei verfolgt. Und das ist ein Indiz für dich, für die Radikalisierung der AfD? Absolut. Und da waren aber auch CDUler dabei, ne? Ja. Ist das ein Indiz dafür, dass die CDU sich radikalisiert in Richtung Recht? Natürlich. Wir sehen in der gesamten ehemaligen politischen Mitte eine Radikalisierung. Es gibt im Moment zwischen CDU und AfD einen Wettbewerb um möglichst extreme Flüchtlingsregelungen bei der CDU. Ist es natürlich verständlich, wir brauchen wieder eine konservative Alternative zur AfD, weil die AfD ganz einfach keine Alternative ist, sondern einfach antidemokratisch. Also für mich ist die CDU keine konservative Partei mehr. Wieso? Wieso? Die haben ja doch die Massenmigration überhaupt erst verantwortlich. Das war aber eine CDU unter Angela Merkel. Mittlerweile hat die CDU Angela Merkel überdauert und wird jetzt von Friedrich Merz geleitet. Und man sieht einen deutlich konservativeren Einschlag, den diese Partei programmatisch vertritt. Man kann es glauben, aber auf mich wirkt es halt überhaupt nicht glaubwürdig. Ne? Ja, aber du argumentierst die ganze Zeit von gefühlten Fakten. Und das ist für diese rechtskonservativen Thesen immer ganz ausschlaggebend. Man argumentiert von seinen eigenen Gesichtspunkten, anstatt auf empirischen Fakten zu arbeiten. Wie gesagt, die Massenmigration unter Merkel ist ja eine Empirie, das ist ja belegbar. Genau, natürlich. Aber du sagst gerade, gefühlt ist die CDU jetzt keine Alternative. Was ist denn der Punkt? In jeglicher Hinsicht stehen die viel näher auf der Seite der linken Blockparteien als auf der Seite der AfD. Ja, weil die AfD extrem rechtsradikal ist. Die AfD dass die AfD rechtsradikal ist, steht im Grundsatzprogramm. Das ist eine ganz klare Sache. Sagen die selber von sich? Natürlich, die AfD ist auf jeden Fall ist rechtskonservativ, das ist auch nicht zu debattieren. Das ist ja noch was anderes als rechtsradikal, ne? Ja, mit rechtsradikalen Teilen. Björn Höcke darf man rechtsgesichert Faschist nennen und größere Teile der AfD gelten laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Ich glaube, das reicht als These, die AfD grundlegend als Strömung, als rechtsradikal. Wenn du den Verfassungsschutz ansprichst, meiner Meinung nach ist der Verfassungsschutz nicht mehr der Verfassungsschutz, sondern der Regierungsschutz. Also im Verfassungsschutz sitzen Leute, die gleichzeitig auch bei der Antonio Amadeo Stiftung sitzen, einer linksradikalen NGO. Jetzt erzähl du mir nochmal was von Verfassungsschutz, die zur Objektivität berufen sind. Ganz grundlegend ist der Verfassungsschutz soweit Regierungsschutz, wie er die deutsche demokratische Verfassung beschützt. Und natürlich wird es dort Überschneidungen geben, aber die Überschneidungen gibt es überall. Nicht nur Überschneidungen. Der Haldenwang, Verfassungspräsident, sagt ganz offen, dass er es nicht als seine alleinige Aufgabe begreift, die Umfragewerte der AfD zu senken. Das ist doch kein Verfassungsschutz. Es ist doch fair. Es ist ein politischer Aktivist gegen die AfD. Nein, es ist auch ein politischer Aktivist gegen linksextreme Strömungen oder gegen ökofaschistische Strömungen. Sehe ich nicht. Nein, ja, weil du in der falschen Filterblase bist. Nicht in dem Maß. Also ich sehe die AfD bei weitem nicht so rechts, wie ich Teile der Linken oder Teile der Antonio Amadeus. Ja, wenn ein Arzt einen Körper mit einer Grippe und einem aufgeschnittenen Hals behandelt, dann wird er auch erstmal den aufgeschnittenen Hals und nicht die Grippe behandeln. Es gibt einfach Punkte, die unsere Demokratie in diesem Moment deutlich mehr gefährden als andere. Dementsprechend verfolgt der Verfassungsschutz natürlich auch. Warum macht das fest, dass die AfD die Demokratie gefährdet? Lass uns mal konkrete Aussagen. Nimm Zitat, also in der Potsdamer Konferenz ging es ganz grundlegend um Remigration. Ja. Und, was keine offizielle AfD-Veranstaltung war. Wir können ja darauf wieder zurückkommen. Höcke darf man als Faschisten bezeichnen. Was ist Faschismus? Das grundlegend entgegengesetzte System zur Demokratie. Des Weiteren verwendet Höcke auch ganz offen
rechtsradikales Vokabular. Also diese Aussage, alles für Deutschland, ist schlicht und ergreifend aus dem Duden der Nazis genommen. Ja, da gibt es einiges Vokabular, was aus der NS-Zeit hervorgeht, und dann könnte man auch einiges andere verbieten. Also das dürfte man nicht mehr sagen. Strack-Zimmermann hat zuletzt die AfD als Scheißhaufen bezeichnet und die Wähler als Fliegen. Ne? Ja, das ist ja auch ein Entmenschung. Aber das ist ja, das ist eine unsachliche Beleidigung. Okay, trotzdem ist es kein rechtsradikales Vokabular und auch kein Vokabular, das an eine falsche Ideologie erinnert. Ist es entmenschlichend? Natürlich ist es entmenschlichend, aber es ist weniger entmenschlichend, als das deutsche Volk in reinrassig und nicht reinrassig zu unterteilen. Hat die AfD und über, natürlich, auf der Potsdamer Konferenz. Na, auch da hat sie sich gemacht. Also wenn du dich damit beschäftigst, was mit der Demigration gemeint ist, selbst wenn es Standpunkt der AfD wäre, fände ich das immer noch streitbar. Aber es ist nicht offizieller Standpunkt der AfD. Ja, aber es ist Standpunkt des Führungspersonals der AfD. Und dieses Führungspersonal bestimmt die Programmatik der AfD. Und das Wort Remigration ist ein rechtsradikaler Kampfbegriff, der eben dafür sorgt, dieses Gedankengut, das normalerweise in Deutschland aus historischen Gründen als tabu gilt, salonfähig zu machen, um dann langfristig die politische Mitte damit einzunehmen. Obwohl es eigentlich unsachlich ist. In Rostock wurde zuletzt ein Sachbearbeiter gesucht für den Posten Remigration. Ja, das ist dann einfach ein kommunalpolitischer Fehler. Ja. Also auf kommunalpolitischer Ebene werden viele Fehler gemacht. Die verteidigen das, aber sie bleiben dabei. Und von wem wird er gesucht? Von der Behörde, von der Stadt. Welcher Behörde? Ja, Stadtamt. Also das ist von dem Amt. Und ja, genau. Was ist die Aufgabe von diesem... Zum Beispiel Verwaltung davon, von Leuten, die wieder zurückkehren wollen in ihre Heimat. Also rechtsradikaler Begriff. Ja, aber nein, da sehen wir ja, wie es funktioniert. Auf der Potsdamer Konferenz wurde dieser Begriff klar definiert. Ja. Und jetzt wird er von AfD-Lern klar publiziert, damit er salonfähig wird. Aber das spricht ja genau in mein Argument rein und ist ja schon der Anfang dieses schleichenden Prozesses von der Entdemokratisierung, die AfD da plant. Also, nämlich, dass diese Remigration kommt. Was ich, vorrangig sehe, ist, dass die AfD abschieben möchte. Wenn du sagst, das ist generell rechtsradikal. Ja. Siehst du Abschieben generell als rechtsradikal, ja? Nein, das ist falsch. Das sagt auch keiner. Das, was die AfD, also Abschieben ist härtere Migrationspolitik, ist Thema der CDU, war schon immer. Thema ist der FDP und sicherlich auch Thema von SPD. Allerdings treibt die AfD das ziemlich weit, indem sie nämlich sagt, dass nicht nur Menschen, die laut EU-Recht und Migrationsrecht abgeschoben werden müssen, sondern auch Menschen, die laut ihrem Verständnis nicht zur deutschen Volksgemeinschaft zugehören. Das ist eine der... Ich weiß, was du meinst. Das hat teilweise Vorfeld der AfD gesagt, das haben Identitäre gesagt, Martin Sellner unter anderem, aber das sehe ich nicht als Parteilinie der AfD. Aber selbst wenn es die Parteilinie der AfD wäre, fände ich das streitbar. Nein, aber das ist ja genau mein Punkt. Was ich sage, dass die AfD im Moment verdeckt immer rechtsradikaler wird und Zeit ihres Lebens immer radikaler geworden ist. Das heißt, wir sehen jetzt, langsam zeigt sich das wahre Gesicht der AfD. Nur eben hinter den Kulissen und nicht auf der Bühne der Demokratie. Aber wenn du sagst verdeckt, ja, dann bleibt es an dem Punkt eine nicht falsifizierbare These. Wie soll ich das widerlegen? Du kannst immer sagen... Naja, die Potsdamer Konferenz wurde ja sehr publik jetzt. Und die Sachen dahinter könntest du sicherlich widerlegen. Ja, wäre es möglich, aber es ist halt empirisch. Ne? Ganz einfach. Was ist empirisch? Die Medien sprechen davon, dass sie von Deportation Wannsee-Konferenz gesprochen haben. Ja. Das haben die zum Beispiel nicht so vom Selbstverständnis her gesagt. Natürlich, aber dieser Vergleich zur Wannsee-Konferenz ist natürlich im Nachhinein gezogen worden. Ja. Aber dieses Wort Remigration, und ich kenne diese Vokabel nicht mehr, aber es gab noch deutlich viele andere. Es gab einen sehr guten Beitrag zum Spiegel über dieses Vokabular. Da wird einfach ein Gedankengut, das das letzte Mal zur NS-Zeit wirklich publik geworden ist, wieder salonfähig gemacht. Und du hast es gerade mit dem Amt in Rostock angesprochen. Dort wird das immer weiter... Das war schon vor der Konferenz. Das war schon... Ja, genau. Genau. Aber da wird ja dieses... Es gab so eine Telegram-Gruppe von einem AfD-Abgeordneten, in dem eben Klartext gesprochen wird, weil Telegram ein relativ beschützter Dienst ist. Und da wurde dieser Begriff eben auch definiert. Das heißt, wir sehen nach innen zur AfD, in diese inneren Kreise hinein, eine extreme Radikalisierung, die sich dann, die dann eben mit diesem Wort Remigration ihren Ausdruck nach außen findet und damit salonfähig gemacht werden muss. Nur sind Schlagworte Radikalisierung, Rechtsextremismus. Aber wir sehen das doch. Die AfD wurde als EU-kritische Partei gegründet.
Und du siehst doch, als was sie jetzt funktionieren. Das kannst du anerkennen. Das heißt, du kannst anerkennen. Die haben schon den wirtschaftsliberalen Flügel irgendwo verlassen. Ja, oder vielleicht haben die den zurückgedrängt und haben mehr auch diese rechten Standpunkte drin. Genau. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen rechts. Wir können uns ja, nein, das sage ich auch gar nicht. Wir können uns aber darauf einigen, dass die AfD als rechtskonservativ gegründet wurde und sich Zeit ihres Lebens als rechts immer radikaler entwickelt hat. War die unter Lücke rechtskonservativ? Okay, sie war recht. Tut mir leid, habe ich das Vokabular? Ja, oder höchstens wirtschaftsliberal und konservativ. Nein, also auf wirtschaftliche Themen, konservativ hat sich die AfD zur Gründungszeit nicht beschränkt. Es waren auch klar gesellschaftlich konservative Themen. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Vor der Merkel-Ära war die CDU auch konservativ. Ja, genau. Maas ist jetzt auch ausgetreten, weil sie eben nicht mehr konservativ genug ist. Hans-Georg Maaßen ist ausgetreten. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Niemand auf diesen, oder zumindest der Großteil auf diesen Anti-AfD-Demos spricht darüber, dass rechte Politik oder konservative Politik verboten gehört. Es geht darum, dass die AfD diese Politik auf die Spitze treibt und nicht mehr nur rechts ist, wie es die CDU mal war, sondern rechtsradikal ist, was antidemokratisch ist. Dann erklärst du mir, Alexander, ich will es verstehen. Wann würdest du sagen, ist die AfD rechts? Und also was müsste sie verändern, damit sie nur noch rechts ist, also im demokratisch legitimen Rahmen stattfindet und nicht mehr rechtsradikal? Also der demokratische Rahmen ist ja gegeben, sobald die Partei langfristig nicht anstrebt, die liberal-demokratische Grundordnung anzustehen. Das ist ja der Vorwurf. Man sieht ja einen Schulterschluss mit Reichsbürgern, man sieht einen Schulterschluss mit klar faschistischen Kräften. Eine ellenlange Unvereinbarkeitsliste. Ich glaube, die AfD hat die längste Unvereinbarkeitsliste überhaupt. Ja. Und grenzt sich von rechts ab, noch und nöcher. Ich weiß nicht, was sie noch machen sollen, damit die euch zufriedenstellen. Nein, sie sollten einfach nicht nur in ihrer Beschlussliste stehen haben, dass sie sich dagegen abgrenzen wollen, sondern sie sollten auch einfach reale Politik machen. Und sowas sieht man eben bei der Potsdamer Konferenz, wie sich hinter dieser Beschlussliste. Das ist eine offizielle AfD-Veranstaltung. Es ist ja ein Austausch von Gedankengut, den das Führungspersonal dieser Partei mit sich trägt. Führungspersonal ist Chrupalla und Weidel. Ja. Aber es gibt ja auch auf Bundesebene Führungspersonal. Und gerade wenn man dann über ein AfD-Parteiverbot spricht, dann geht es um erster Linie um Landesverbände, die verboten werden sollen, und danach um ein Parteiverbot auf Bundesebene. Ja, ihr wollt die verbieten lassen, habe ich mitbekommen, ja. Also ihr ist natürlich relativ grundlegend. Auf jeden Fall mit dabei. Natürlich, weil die AfD ganz einfach in Teilen gesichert faschistisch ist. Ich würde aber ganz gerne nochmal von diesem Thema, was die AfD ganz grundsätzlich für dich, was sie auf Bundesebene macht, wegkommen, sondern erstmal darüber sprechen, warum du sie persönlich wählst. Also ich lese dich jetzt nicht als Menschen, der unter den Vorgaben der Potsdamer Konferenz unter die völkisch-nationalistische Idee passt. Obwohl ich sage, ne, dass es streitbar ist. Also man kann auch darüber diskutieren. Na, also wir haben es ja in der NS-Zeit gesehen, ne? wie diese Leute oder wie... Ich weiß nicht, ob du den Gefallen damit tust, immer gleich zur höchstmöglichen Keule zu greifen und AfD nein, mit also, NSDAP also ganz grundsätzlich setze ich die NSDAP nicht mit der AfD gleich, aber also, allerdings ist es hinter den Kulissen und an manchen Stellen wird das halt schon noch deutlich. Das spricht wieder ins Extremismus rein. Wenn du mich fragst, ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland kann man gar keinen rechten Talking Point bedienen und beispielsweise für mehr deutsche Identität, mehr Affirmation von deutscher Kultur eintreten. Für mehr Abschiebungen auch, ja, ohne gleich als rechtsradikal abgestempelt zu werden. Nein, das ist falsch. Man kann das definitiv zum Beispiel im Rahmen der CDU. Also die CDU hat sich jetzt rebrandet. Es geht außerdem um Merz hat, glaube ich, jetzt, oder Linnemann war das, die haben jetzt vorgeschlagen, zum Beispiel die deutsche Nationalhymne in Schulen zu singen oder öfters die deutsche Flagge zu hissen. Symbolpolitik. Aber das ist doch genau das, was du möchtest. Symbolpolitik für mehr deutsche Nationalidentität. Vielleicht unter anderem auch, ja, das ist ein richtiger Punkt, aber auch realpolitisch Dinge verändern. Und das betrifft unter anderem eben auch die Migrationspolitik. Ja, also realpolitisch Dinge verändern wird in der... Wo waren diese Leute, als Merkel regiert hat? Warum haben die also Friedrich Merz hat einen Machtkampf gegen Angela Merkel verloren und hat sich dann auf seine bundespolitische Ebene zurückgezogen. Das heißt, das Ideengut, das Merz vertreten hat... Aber er hat das ja mitgetragen, ne? Er hat es nur schwer mitgetragen. Er hat dann Merkel ausgesessen und dann jetzt den Parteivorsitz eingenommen. Okay, also mindestens auch opportunistisch von ihm. Das ist realpolitisch. Glaub mal, ist es in jeder Partei so. Das ist ganz einfach, das ist auch in jedem Job so. Das ist halt, wenn man da Karriere machen will, dann muss man halt
okay, entsprechend auch handeln. Das ist ein faires Zugeständnis von dir, dass die auch gewissermaßen aber da Karriere... Aber das wird auch jeder, das ist, sonst kommst du nicht in diese Position. Okay, du sagst, die FDP hat auch das Thema auf dem Schirm. Also das Thema AfD-Verbot ist... AfD-Verbot, Massenmigration. Natürlich, ganz klar. Der FDP-Vize fordert 500.000 Einwanderer nach Europa jedes Jahr, nach Deutschland jedes Jahr. Ja, also erzähl mir noch mal was von kritischer. Es geht ja nicht. Also bei kritischer Migrationspolitik geht es nicht darum, wie viele Leute reinkommen, sondern wie viele Leute rauskommen. Nein, es geht auch darum, wie viele Leute reinkommen. Unser Problem ist nicht, dass zu viele reinkommen, sondern dass wir zu wenig rauskriegen. Das heißt, wir haben keinen funktionierenden rechtlichen Rahmen und wir haben keine funktionierende Abschieberechtlinie. Und das gibt opportunistischen Parteien wie eben diese AfD die Kraft, so zu handeln, dass sie eben auch dich überzeugt. Das ist aber grundsätzlich falsch. Es geht auch um die Leute, die hier reinkommen. Also es geht natürlich auch um Grenzkontrollen und um die Begrenzung von Migration. Ja, wir haben jetzt illegale Masseneinwanderung gehabt, mehr in siebenstelliger Höhe. Mhm. Und du siehst auch die Folgen davon. Die unzähligen Morde, die Terroranschläge, die sexuellen Übergriffe. Hast du damit kein Problem? Natürlich habe ich damit ein Problem, aber meine Lösung für das Problem ist demokratische Politik und keine opportunistische Pseudopolitik von der AfD. Das ist aber deine Definition von schlechter Politik, ja, das ist natürlich. Nein, also die schlechte Politik ist doch, man sieht es doch. Also der einzige Grund, warum die AfD noch nicht gezeigt hat, wie schlecht sie realpolitisch handeln kann, anstatt immer nur in der Opposition draufzuhauen, ist, weil es ganz einfach, weil man einfach Angst davor hat, dass sie anfangen, auf kommunaler Ebene die Demokratie dann zu unterhöhlen. Das ist der einzige Punkt. Wir sind ja in Sonneberg als Bürgermeister gewählt worden, die AfD. Ja. Siehst du in Sonneberg das Vierte Reich ausgerufen? Also Sonneberg ist sicherlich ein sehr kleiner Ort, ja, auf dem das nur langsam funktioniert. Aber wir hatten, glaube ich, 2 Jahre vor der Machtübernahme hatten wir zum Beispiel den ersten NSDAP. Ne? Wie gesagt, ich sehe halt bei den Deutschen immer wieder diese Referenz auf die Geschichte, 33 bis 45. Wie soll ich mir das anders erklären als mit einer tiefsitzenden Schuldkultur? Das sehe ich halt nicht bei der AfD. Nach 6 Millionen toten Juden und 2 Weltkriegen ist eine tiefsitzende Schuldkultur definitiv richtig am Platz. Nein. Die sollte sich natürlich nicht auf ein grundsätzliches Verbot von Nationalgefühlen beschränken, da bin ich auch gegen. Aber eine Vorsicht gegen Antisemitismus sollte man schon haben. Ja, aber Schuld sind die Schuldigen. Die meisten Menschen, die heute leben, die haben damit nichts zu tun, die hätten das nicht verhindern können. Ja, aber sowas trägt sich im kollektiven Gedächtnis weiter. Mein Großvater väterlicherseits wurde aus Syrien vertrieben, sein Vater wurde bei Kertsch in der Ukraine erschossen. Mhm. Und natürlich zeigt sich, und der hat gehungert im verschütteten Berlin. Dementsprechend werden sich diese Eindrücke auch über Generationen weiterziehen. Und natürlich hat man dann reagiert man dann extra giftig auf Strömungen, die nicht konservativ, sondern eben auch rassistisch sind. Guck mal, ich habe das Gefühl, es gibt so ein Vakuum zwischen konservativ und dann kommt ganz lange nichts und dann kommt direkt rechtsradikal und es darf halt nicht dazwischen gehen. Also was ist denn jetzt für dich ein konservativer und was für dich ein rechtsradikaler Punkt? Also viele innerhalb der AfD sind für mich konservativ. Sind keine Wo denn? Dann zeig mal. Also Alice Weidel ist für mich eine Konservative, Kropala ist für mich ein Konservativer. Konservative außerhalb der AfD, die ich beobachte, ist zum Beispiel Outlets wie Junge Freiheit, Roland Tichy, Gerald Groß in Österreich. Das sind für mich Konservative. Konservativ ist meistens rechts zugeordnet. Wenn du jetzt von rechtsradikal sprichst, radikal im Sinne des Wortes, heißt es auf die Wurzeln zurückgehen. Wir müssen auf einigen, dass Björn Höcke und sein Thüringer Landesverband rechtsradikal sind. Na, ich würde nicht radikal... Was ist denn für dich, dann sagen wir mal bitte einen rechtsradikalen Punkt und einen nur rechten Punkt. Das würde mich nochmal interessieren, weil du ja scheinbar wirklich alles für rechts abtust und dann einfach neben deiner rechten Definition nichts mehr übrig ist. Okay. Also es gibt für dich kein rechtsradikales Gedankengut scheinbar. Rechts und rechtsradikal. Also rechts wäre für mich zum Beispiel zu behaupten, oder für die These einzustehen, dass es überhaupt unterschiedliche menschliche Rassen gibt. Also das ist ja wirklich einfach purer Rassismus jetzt. Also nein, zu sagen, dass es menschliche Rassen gibt, das ist purer Rassismus. Okay, das ist per Definition Rassismus. Ich wusste, dass es von dir kommt, weil du von der FDP kommst, aber aus welchem Land komme ich, Alexander? Ich weiß es nicht. Also du siehst südländisch aus, das kann man natürlich sagen. Ich gebe dir 2 Antwortmöglichkeiten. Komme ich aus Südkorea? Sondern du brauchst Akkus mehr. Okay. Ja, aber das ist purer Rassismus. Ihr habt ja kein Zorn, oder? Solange das nicht läuft. Also wenn du dir
dir, wenn du dir den biologischen Artbegriff anguckst, dann fängt er bei reproduktiver Isolation an. Das heißt, zwei unterschiedliche Rassen können sich untereinander nicht fortpflanzen. Nein. Und das ist bei Menschen nicht gegeben. Es gibt faktisch keine biologischen Rassen. Es gibt nur Unterschiede im Phänotyp. Und das, was du noch mal meine Frage, aus welchem kommst du? Bist du Korea oder kommst du aus Pakistan? Natürlich kommst du aus Pakistan. Das ist hier aus Südkorea. Wie sieht denn Südkorea manchmal aus? Nein, also man sieht natürlich. Aber warte mal, ich kann doch selber erkannt. An biologischen Merkmalen hast du erkannt. An phänotypischen Merkmalen, worüber du aber redest, sind phänotypische Merkmale, die auch das Verhalten schließen lassen. Das ist ja das grundlegend rassistische, was du da gerade redest. Ich würde sagen, Rechte würden sagen, Rechtsradikale würden sagen, unterschiedliche Hierarchien. Der Begriff Rasse ist einfach wissenschaftlich falsch. Das müsstest du vielleicht nochmal recherchieren. Und die Wissenschaft ist auch nicht gefeit vor politischer Unterwanderung, ne? Also vor 30 Jahren war das noch Wissenschaft. Also das ist jetzt wieder dieser Standard-AfD-Punkt. Nein, dass jede Wissenschaft, die nicht der AfD entspricht, unterwandert ist. Oder alles, was der AfD widerspricht, staatlich unterwandert ist. Also ich glaube... Nein, nicht alles, aber ich kann es ja mit Argumenten belegen. Ja, du meinst ja den Verfassungsschutz, die Wissenschaftler, Ich beleg das doch. Ich sag dir, Stefan Kramer, kannst du selber recherchieren. Haldenwang, selber recherchieren. Also ich würde sagen, wenn du über menschliche Rasse sprichst, dann würde ich mir einfach mal grundlegend Charles Darwins Inkonstanz der Arten ans Herz legen. Das war nämlich schon vor den Nazis und hat ziemlich klar belegt, dass menschliche Rassen einfach ein menschenverachtendes, rassistisches Gut sind. Also das gibt's nicht. Okay, Alexander, ich muss sowieso abbrechen. Ja, wir müssen, ne? War trotzdem ein interessantes Gespräch, trotz der Kontroverse. Also, Dankeschön. Rassen, ja, wie gesagt, guck, ich gebe dir mal meine Karte mit. Wenn du willst. Ja, du kannst da nicht. Ich habe auch darüber schon öffentlich geredet. Wie gesagt, kannst du mir mal deine Inhalte anschauen. Kein Rechter, ja, alles klar. Technisch lief diesmal nicht alles glatt. Ihr lasst mir aber unabhängig davon euer inhaltliches Feedback zukommen. Wenn ihr weitere solche Auftritte sehen wollt, dann abonniert Axe Ostwest. Und wenn ihr ein Teil meines Projektes sein wollt, dann schaut euch gerne die Unterstützungsmöglichkeiten in der Videobeschreibung an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Feroz.